Schön ist sie geworden, die neue Straße im Roßweiler Innenstadtbereich. 4 Jahre lang hatte der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt S3439 auf ca. 1,3 Kilometern gedauert. Mit der Erneuerung der Straße erfolgte auch die der Gehwege. Ca. 1,6 Millionen Euro sollte die Gemeinschaftsmaßnahme kosten. Durch längs- und querliegende Leitungen im Altbestand sei es bei der planmäßigen Verlegung neuer Rohre und Verbindungen zu Konflikten gekommen. Das führte zu einer 2-jährigen Verzögerung und verteuerte die Baumaßnahme auf knapp 2 Millionen Euro. Im August wurde das fertiggestellte Projekt seiner Bestimmung übergeben. Damit waren aber nicht alle zufrieden. Der Straßenabschnitt wurde ja grundhaft erneuert. Es gab dort, bevor die Baumaßnahme begonnen hat, auch schon Problemstellen. Teilweise wurden die beseitigt, teilweise kamen aus unserer Sicht auch weitere hinzu. Und das ging so weit, dass wir zum Tag der Übergabe dort auch mit stillem Protest gezeigt haben, dass einzelne Straßenabschnitte nicht nutzbar sind. Am 9. November lud der Behindertenbeirat zu einem besonderen Stadtrundgang offen für alle ein. Die Verantwortlichen hatten entsprechend Hilfsmittel wie Rollstuhl, Rollator, Sehstärke einschränkende Brillen und Langstock dabei, um nachvollziehbar zu machen, welche punktuellen Schwierigkeiten Menschen mit Handicap bei der Nutzung der neuen Gehwege erwarten. Aber auch in einigen Bereichen wurden sowohl wir als auch die Bürger der Stadt nicht gehört. Wir haben dort bei Zeiten während des Baugeschehens Bedenken angemeldet, die aber seitens der Verantwortlichen der Baumaßnahme nicht gehört und auch nicht umgesetzt wurden, sodass wir, wie gesagt, jetzt Teilbereiche haben, die wir nicht nutzen können. Weit mussten die Spaziergänger nicht gehen. Schon beim Überqueren der Jahnstraße gab es erste Probleme. Die waren aber nur Vorgeplänkel für das, was einen Rollstuhlfahrer ein paar Meter weiter erwartet. Sein ganzes fahrerisches Können wird abverlangt, um den Fußweg in der Döbelner Straße zu erreichen. Dieser ähnelt weniger einem Fußweg, aber dafür neigt er mehr zu einer Trainingsstrecke des Rollsportvereins Medizin Roßwein. Diesen gibt es zwar nicht, aber dafür diesen Fußweg, der sich an einer Stelle besonders stark neigt. 12% seien das, sagte der Landtagsabgeordnete Henning Hohmann. Über solche und weitere Mängel hatte der Behindertenbeirat und auch die Kommune das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informiert. 8 Wochen passierte gar nichts. Wir hätten uns gewünscht, dass zur Abnahme am 3. August das LASUF den Weg gefunden hätte und mit uns vor Ort das Gespräch gesucht hätte. Das passierte nicht. Der Bürgermeister hat dann im Anschluss an die Abnahme sich auch überzeugen können, dass unsere Bedenken durchaus gerechtfertigt sind. Und es dauerte wiederum eigentlich bis vor einer Woche, ehe Bewegung in die ganze Angelegenheit kam und das LASUF dann, wie gesagt, ich denke auf Intervention der Abgeordneten, den Kontakt zu uns gesucht hat. Infolge des Termins bemühten auch wir uns beim LASUF, dem Träger der Maßnahme, um Klarheit zur Baumaßnahme. Die gesamte Antwort ist bei uns auf der Homepage nachzulesen. Die geplanten Querneigungen stellen eine Kompromisslösung zwischen der Gewährleistung einer funktionierenden Entwässerung aller Verkehrsflächen und einer Gehwegquerneigung, die den vorhandenen Zustand, teilweise deutlich überhöhte Querneigungen, nicht verschlechtert, sondern verbessert dar. Eine durchgängige Einhaltung der maximalen Querneigung von 2% war angesichts aller zu berücksichtigenden Zwangspunkte nicht möglich. Dessen ungeachtet verschließen wir uns nicht den Anliegen und Hinweisen von Gemeinde- und Behindertenvertretung. Wir wollen eine bestmögliche Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erreichen und sind daher noch einmal mit allen Beteiligten ins Gespräch gekommen, heißt es in einem Schreiben des LASUF. Es gab in der vergangenen Woche aufgrund der Aktivitäten vom Henning Hohmann und von der Frau Veronika Bellmann, die sich
seitens also ihrer Funktion mit dem LASOV in Verbindung gesetzt haben, also mit dem Landesamt für Verkehr, das für diese Baumaßnahme zuständig ist. Wir hatten nach der Abnahme im August unsere Bedenken an das Landesamt schriftlich niedergelegt, hatten dort leider keine Antwort erhalten, sodass wir die Abgeordneten bemüht haben und die sich auch dort eingebracht haben und den Kontakt mit dem LASOV aufgebaut haben. Es gab, wie gesagt, in der vergangenen Woche eine Zusammenkunft und eine Begehung der Straßenabschnitte und man hat uns dort zugesichert, dass Teilbereiche überplant werden und im Nachgang dann auch so umgebaut werden, dass unsere Bedenken ausgeräumt werden und diese Nutzbarkeit für alle wohlgemerkt. Ich möchte da auch das nicht bloß auf Behinderte nicht den Kreis einschränken, sondern auch Familien mit Kleinkindern, auch kurzweilig Verunfallte, die mal auf Stöcke angewiesen sind, müssen diese barrierefreie Nutzung, für die ist diese barrierefreie Nutzung erforderlich. Und das soll, wie gesagt, da überplant werden und im nächsten Jahr ein Umbau erfolgen. Zur gemeinsamen Lösungsfindung gehört auch das Anpassen der Ampelphasen. Auch hier waren Mängel nicht zu übersehen. Genauso wie bei den blinden Leiteinrichtungen, wie wichtig sie sind, erläutert Thorsten Gruner. Er erklärte aus Sicht eines Blinden, welche Hilfsmittel ihm neben den akustischen an einer Fußgängerampel zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch diese geriffelten Steine der tastbaren Bodenleitsysteme. Richtungsfelder zeigen ihm die Richtungen, zum Beispiel an Querungen. Auch an den Ampelbereichen fand er Schwachstellen. Überdies fehlten ihm Achtungsfelder im Pflaster. Das Projekt S3439 wurde in 10 Bauabschnitten realisiert. Wenn die neuen Planungen abgeschlossen sind, wird es im nächsten Jahr wohl eine 11. Bauphase geben. Bleibt zu hoffen, dass alle Nutzer unfallfrei über den Winter und den neuen Fußweg kommen. Das Lehrgeld der Beteiligten zur Korrektur der Mängel übernimmt natürlich der Steuerzahler.